Das hier vorgestellte Produkt wurde mir kosten- und bedingungslos zur Verfügung gestellt. Der Inhalt spiegelt ausschließlich meine eigene Meinung wider. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich euch gerne einen Drittanbieter Lederarmband des Herstellers Fulmosa vorstellen. Und zwar passt es auf so ziemlich alle Apple Watch Modelle, also nicht nur so ziemlich alle Apple Watch Modelle, sondern es passt auf alle Apple Watch Modelle, die derzeit am Markt da sind. Also 1, 2, 3, Nike Plus und so weiter. Die haben ja alle den gleichen Connector sozusagen, gibt es einmal für 42 mm und auch für die kleinere Apple Watch Variante. Das hier ist jetzt die 42 mm Variante. Ich möchte der Transparenz halber gerne noch erwähnen, dass ich dieses Band von dem Hersteller Fulmosa für dieses Video kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen habe. Aber wie immer beeinflusst das mein persönliches Fazit und die Sicht der Dinge in keiner Weise. Ganz im Gegenteil, ich habe nämlich schon dieses Lederarmband von Fulmosa seit ungefähr einem Jahr habe ich nämlich von meiner Frau zu Weihnachten 2016 geschenkt bekommen und das Band hat sie damals wirklich selbst gekauft und von daher habe ich der Kooperation hier wirklich gerne zugestimmt, weil ich da sehr überzeugt von bin und dann dachte ich mir, kann das nicht schlechter sein und vielleicht so viel als Fazit vorweggenommen ist es auch nicht, aber fangen wir mal ganz, ganz vorne an. Ja, wenn ihr dieses Band bei Amazon bestellt, dann bekommt ihr eine ganz einfache Pappverpackung, wo die Watch oder das Watchband drin ist. Und zwar sieht das so aus. Beide Bandteile und dann gibt es hier noch so ein kleines Werkzeug. Warum das damit beiliegt, ist mir persönlich ein Rätsel. Braucht man nämlich überhaupt gar nicht. Das Band kommt fertig montiert, also die Konnektoren sind an dem Band dran. Ich denke mal, weil der Hersteller auch andere Lederbänder, die nicht speziell für Apple Watch geeignet sind, verkauft, dass das einfach ein Standard-Verpackungsteil ist, wo das hier mit reingelegt wird. Keine Ahnung. Ist nett, dass es dabei ist, aber wir packen es direkt zur Seite, weil das brauchen wir nicht. Es geht hier wirklich um dieses Band. Ja, was sollte man dazu wissen? Im Großen und Ganzen wird es als Lederarmband beworben. Die äußere Schicht, also das, was man sieht außen, das ist auch Leder, aber auf der Innenseite und das gibt die Artikelbeschreibung bei Amazon auch her, kommt kein Leder zum Einsatz. Also die Innenseite, das hier, das ist entsprechend Kunstleder, was auch immer. Es fühlt sich sehr, sehr angenehm an und es trägt sich auch angenehm. Das ist genau das gleiche wie bei diesem Band. Hier fällt sogar noch bedeutend mehr auf, weil das hier innen drin einfach heller ist und es fühlt sich auch irgendwie glatter an. Also außen merkt man die schöne Lederstruktur und innen ist es einfach so ein bisschen flutschiger, so wie sich Kunstleder im Prinzip anfühlt. Und genauso ist es hier auch, wobei der innere Teil sich hier, wie ich finde, etwas angenehmer sogar anfühlt als bei dem anderen Band. Aber wie gesagt, ist im Grunde vollkommen irrelevant. A, sieht man es nicht, weil dieser Teil ist ja innen an eurem Arm und zum Zweiten dreht es sich wirklich sehr angenehm und von daher ist mir auch egal, was das innen für ein Material ist. Der Vollständigkeit halber denke ich, sollte man das aber wissen. Ja, ich habe mich hier für so eine klassische Variante wieder in schwarz, aber mit weiß abgesetzten Ziernähten entschieden. Ne? Das, was ich jetzt hier schon habe, das ist eben wirklich klassisch schwarz. Ja, das sieht natürlich jetzt hier so ein Ticken, ich sag mal, sportlicher aus. Also ich finde trotzdem elegant, aber so ein bisschen sportlicher einfach wegen diesen abgesetzten Ziernähten. Gefällt mir persönlich, je nach Anlass, vielleicht sogar ein Ticken besser als das klassische Schwarz. Also ne, muss man einfach je nach Anlass entscheiden. Jeder hat ja auch dann einen anderen Geschmack. Können wir uns auch direkt mal die Schließe anschauen. Die ist bei dem Band hier nämlich etwas flacher und hier eher so rundlich gehalten. Also auch die Schließe finde ich bei dem Band mit den Ziernähten etwas dezenter und schicker, als das bei dem anderen Band hier der Fall ist. Ja, und dann bei beiden gibt es zwei von diesen Laschen, wo man dann das Bandteil, das übersteht, hinten quasi einstecken kann. Und das ist soweit wirklich alles sauber verarbeitet. Wir gucken uns jetzt hier diese Ziernähte nochmal ein bisschen in einem Close-up an und dann seht ihr aber auch schon, dass da wirklich nichts dran auszusetzen ist. Also das ist alles super sauber verarbeitet und wie gesagt, das hier habe ich jetzt wirklich regelmäßig seit einem knappen Jahr im Einsatz und das sieht, ich habe es eben ein bisschen gereinigt, aber sieht aus wie neu. Da ist überhaupt nichts dran gekommen und wenn dieses Band hier die gleichen Eigenschaften hat, dann bin ich da mehr als
ganz guter Dinge, dass es hier wirklich zu gerade mal ungefähr 16 Euro eine ganz hervorragende Investition sein wird. Ja, ich nehme mal so einen Connector ab, weil das ist bei so Drittanbieterbändern ja immer so ein bisschen das Thema, wie gut sitzt der Connector, hat der Spiel, wackelt der, wie geht der rein, wie geht der raus, hält der gut und all sowas. Und ihr habt es eben schon gesehen, der geht einfach raus. Ich stecke ihn jetzt mal wieder rein. Der klickt auch hier ordentlich ein. Und dann schauen wir mal das Spiel an. So ein bisschen seht ihr, wie das hier wackelt. Das ist aber vollkommen normal. Ich nehme jetzt einfach mal spaßeshalber das Original Apple-Lederarmband, beziehungsweise Leder ist falsch, Silikonarmband, was hier dabei war, und stecke das mal ein. Und wie ihr seht, hat das vielleicht sogar noch minimal mehr Spiel als das Band hier von Fulmosa. Also, das, was ihr hier bekommt, ist absolut von den Toleranzen her perfekt, würde ich sagen, genauso wie es sein soll, sitzt hier super drin. Was auffällt, ist, dass dieser Connector nicht exakt die gleiche Farbe hat wie das Gehäuse der Uhr. Also das ist ja dieses Aluminium Space Gray. Und der Connector sieht eher schwarz aus. Also passt dann auch wiederum sehr, sehr gut zu dem Schwarz hier oben an dem Displayrand. Ne? Das ist, würde ich sagen, das gleiche Schwarz wie der Displayrand. Mich persönlich stört es überhaupt gar nicht, dass es hier nicht die gleiche Farbe hat. Aber gesetzt im Fall, dass es jetzt hier in der Aufnahme für euch nicht so gut rüberkommt, ja, der Vollständigkeit halber einfach einmal erwähnt. Ja, ich würde sagen, ich lege das Band nochmal an. Lege die Uhr dafür mal auf den Kopf. Die ist noch gar nicht so alt, meine neue Apple Watch Serie 3, und ich habe es irgendwie schon geschafft, oben einen kleinen Kratzer ins Display reinzumachen. Habe ich gerade eben sogar erst gesehen, als ich jetzt hier die Uhr nochmal gereinigt habe für unter meinen Softboxen, damit da nicht so viele Fetttatschen drauf sind. Ja, schade. Okay, also, ihr seht hier, sitzt wunderbar am Arm. Kann hier gut reguliert werden, die Schließe sitzt sauber, ich kann hier die beiden Laschen so bewegen, dass das Band hier eben nicht so weit rausguckt, sondern gut gehalten wird, gut fixiert wird. Also alles in allem für ungefähr 16 Euro finde ich eine ganz hervorragende Investition. Und ich betone es nochmal, das sage ich nicht ansatzweise, weil ich dieses Band hier kostenlos bekommen habe. Ganz im Gegenteil, ich finde es wirklich gut, sonst hätte ich der Kooperation noch gar nicht zugesagt, wenn das hier schon ein Reinfall gewesen wäre, dann hätte ich das überhaupt gar nicht mehr anschauen wollen. So fair bin ich dann auch wirklich. Ja, also kann euch das wärmstens empfehlen. Für 16 Euro kann man hier mit dem Fulmosa-Band wirklich nichts falsch machen. Ja, ich gucke nochmal auf meinen schlauen Zettel, ob ich irgendetwas vergessen habe. Es sieht nicht danach aus. Dann, ja, würde ich vorschlagen, bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen bis hierher. Falls euch das in irgendeiner Form geholfen hat oder das Video gefallen hat, würde ich mich wie immer auch über einen Daumen nach oben und ein Abo auf meinem Kanal freuen, und ja, wir sehen uns spätestens in einem meiner nächsten Videos wieder. Macht es gut!